Hallo, einen schönen guten Tag. Es ist montags, wir haben so um 18.30 Uhr rum. Ich stehe in Gladbeck vor dem Rathaus. Wir machen heute einen Lauf in Gladbeck. Und ich habe heute jemanden dabei. Los geht's. Aber hier macht der Trecker so einen Krach, der da irgendwas zusammenbaut. Und deswegen gehen wir mal ein paar Schritte in die richtige Richtung. Okay. Schützenfest ist vom 22. Ja. bis zum 24. Die bauen gerade ab. Ja. Da können wir uns hier mal eben hinstellen. Da können wir uns mal hier kurz vor Ernstings Family. So, da haben wir mich mit Gegenlicht, wie viele immer cool. Grüße an Carmens Fans alle. So, und stell dich mal selber vor. Ja, hier ist der Ideal TV oder Ideal for You TV. Genau, ist das Deutsch oder Englisch? Ideal ist Englisch, aber die Deutschen, Englisch, ne? Die Deutschen verstehen eigentlich besser Ideal ja. for You zusammengeschrieben mhm. mit einer Strich TV. Ja. Und naja, meine Freundin in Neuseeland, die sagt natürlich immer Ideal for You. Du hast eine Freundin in Neuseeland? Ja, ja. Immer einer, ein ganz guter Freund von mir ist vor langer Zeit ausgewandert. Ich habe noch einen Bombenkontakt zu dem. Der wohnt in Wellington. Wo wohnt deine Freundin? Auckland. Da hat er mal gewohnt. Wie klein die Welt ist. Ja, wie klein die Welt ist. Cool. Ja, die sagt auch immer, also die haben da ein riesengroßes Haus. Ja. Und die sagt, ich soll da endlich aus Deutschland verschwinden und da runterkommen zu denen und eine Wohnung. Und okay. Alles brauche ich mir keine Sorgen machen. Ja, ja, ja. Klingt doch cool, oder? Aber ich dachte, ich bin noch nicht so weit. Na gut. Ja, weil ich das Ruhrgebiet einfach auch noch mag und so weiter. Mhm. Und da habe ich keine Lust, jetzt da irgendwo auf eine Insel hin. Ich meine, nur grün zu sehen. Aber die Option zu haben ist doch echt. Ja, die Option ist gut. Ne? Also das hat wirklich was. Ja, mein Freund ist aus Auckland weg vor einigen Jahren. Der hat aber lange gewohnt und ist dann auch mit seiner Frau, mit seiner zweiten Frau, muss ich sagen, nach Wellington ja, klasse. Gegangen. Die südlichste Hauptstadt, die es gibt, zum Nordpol hingesehen werden. Cool, das wusste ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier in Gladbeck. Weißt du, wie viele Einwohner Gladbeck hat? Gladbeck hat ca. 75.586 ja, Einwohner. Das ist schon mal eine sehr exakte Angabe. Ja, habe ich gerade bei Wikipedia noch gelesen. Man muss ja nicht verraten. Man muss immer die Wahrheit sagen. Ja, sowieso. Ganz klar. Gehört mit zum Landkreis Recklinghausen. Mhm. Und Regierungsbezirk ist nicht Düsseldorf, sondern Münster. Das ist ja sowieso der Nachteil im Ruhrgebiet, dass das Ruhrgebiet sich nicht selber verwaltet, sondern in verschiedene Regierungsbezirke aufgeteilt ist und von daher irgendwie zersplittert ist. Und die Macht des Ruhrgebiets eigentlich, die aber es darstellt. Haben die nicht irgendwie so ein Ruhrgebietrat extra, dass die sich selber verwalten, eingerichtet? Ach. Ich glaube, irgendwann war das mal gewählt. Ja, aber wenn ich höre, mal dieser Regierungsbezirk, ne? Ich glaube, Arnsberg haben wir, ne? Düsseldorf und einfach noch. Gelsenkirchen gehört auch mit zu Münster. Ja, Münster, ne? Die drei Regierungsbezirke, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin ja kein politischer Kanal, das mal nur so am Rande. Ja, ich habe mal vergessen zu sagen, wie. Temperatur heute ist, ich meine, das sind so 13 Grad Celsius. Stimmt, haargenau. Ja, cool, man soll ja nicht lügen. Ne? Also, du hast aber ein gutes Gefühl. So. Mal ehrlich sagen, gefühlt 14 Grad. Ich glaube, hier läuft das sich auch schon langsam so ein bisschen aus. Was haben wir denn hier? Puschen. Nein, das geht ja. Guck, das geht da unten. Hier rechts ging das noch so ein bisschen weiter. Hier sind so. Da geht es auch noch weit runter. Die ja, da können wir so eine Kurve machen irgendwie. Gladbeck ist eine große Stadt. Guck dir mal die schönen alten Häuser her an, die es alle noch gibt. Ja. Und hier die ganze Reihe. Ja, ich habe dich ja. Oh, hier ist eine Kirche. Warte mal.
ganz schön hoch, der Turm. Ja, der ist circa 90, 95 Meter hoch. Das ist schon, da ist ein Auge dafür. Also du bist mir ja aufgefallen wegen deiner Videos. Mhm. Da bin ich zufällig drüber gestolpert, weil ich immer so gucke, was haben wir denn hier noch so in der Nähe? Also ich bin natürlich auf YouTubes Hilfe angewiesen. Ich weiß ja nicht, wen die zeigen, wen die nicht zeigen. Kann ich nicht sagen, aber also ich fand deine Videos von Anfang an einfach nur super, fantastisch. Dankeschön. Die fand ich richtig, richtig gut. Und über die Videos haben wir dann einen kleinen Kontakt aufgebaut. Ja, ne? Das wollt ihr jetzt heute gemacht. Mal sehen. War ja klasse, dass wir uns so zusammengefunden haben. Ja, und ich freue mich immer, wenn ich einen Lauf machen kann, wo ich mal jemanden mitnehme, ganz besonders, wenn er auch einen YouTube-Kanal hat. Das finde ich gut. Ja, der Sinn der Sache war eigentlich mal, das Ruhrgebiet mal im rechten Licht reinzurücken. Aha. Und sind nicht nur immer auf einzelnen Videos zu sehen, ja, sondern mal eine ganze Reihe davon zu machen. Mhm. Und natürlich wird in 20 Jahren ein Wandel, eine Strukturwandel hier passiert ist. Ja. Und wenn man das Ruhrgebiet ja so von oben sieht und die ganzen historischen Sachen, was hier alles gewesen ist und welche Bedeutung es hatte und was es zum ersten Mal gab, was hier entstanden ist, und dann rundherum die ganze Gegend sieht, die schon grün ist im Ruhrgebiet. Man glaubt es nicht, aber das ist halt so. Das ist wirklich fantastisch. Und wenn man, ja, und wenn man dann auf meinen Videos sieht, guckt, eigentlich der Reihe nach, kann man immer bei der Luftaufnahme sehen, die dann ins Weite geht. Mhm. Wenn man aufpasst, erkennt man immer die Landmarken. Ja. Also das ist zum Beispiel die Zeche Nordstern, wo er auf 103 Meter Höhe steht insgesamt. Das finde ich bei der Herkules von Gelsenkirchen. Oder man sieht sofort, wo dort Bottrop ist und Gelsenkirchen ist. Und Sandberg. Wir können mal jetzt rechts, so. Lass uns hier mal rechts hingehen. Ja. Ja. Da wieder so einen kleinen Bogen schlagen. Da vorne ist wieder. Ja, ja. Also das gefällt mir bei deinen Videos auch super gut, muss ich sagen, dass du jetzt, wenn du sagst, nehmen wir mal Beispiel dieses Zauberlehrling-Video, ja? Ja. Das wenn du da am, gilt aber auch für andere, ne? Wenn du da am Zauberlehrling, dann zeigst du uns den, ja? Super gut auch, fliegst eine tolle Figur irgendwie, ne? Alles super. Und dann lässt du den aber auch stehen und man sieht plötzlich den Kontext, wo das Ding ist. Man sieht unten die A42. Ich habe das Gasometer gesehen, ja, genau. Das Centro kann man sehen und dann kann man das Ganze einordnen. Man sieht auch manchmal in seinen Videos weiter hinten die Skyline von Essen. Ne? Mhm. Da geht mein Herz auf. Ja, da. Ne? Von überall, ne? Ja. Selbst von Gladbeck, vom Wasserschloss Wittringen, wo so rumfliegt, sieht man die Skyline von Essen. Ne? Genau. Oder man sieht, ich habe neulich das Parkstadion, sage ich schon, das, die Arena in Schalke gesehen, im Hintergrund irgendwo. Ja, also Sachen kann man sehen, so Landmarken. Ne? Mhm. Das finde ich total fantastisch. Ja, und das habe ich mir eigentlich auch so vorgenommen. Und die Inspiration, die war ja super. Mit Kloster Sahn von dir. Da bin ich direkt ja auf meinem E-Scooter drauf. Ach ja, von meinem Life at Home. Da. Und habe da die Drohne rumfliegen lassen. Mhm. Und habe ich mir gedacht, weil du ja mal unterwegs vorher gewesen bist, habe ich dir auch gesehen, ach, denke ich, kannst du ja noch mal einen draufpacken. Ja, das finde ich auch gut, wenn man sich so, so inspiriert, so gegenseitig. Ja. Das macht total Spaß. Ne? Hier sieht man die Kirche besonders schön. Ja. Ja. Und gehen wir mal hier so ein bisschen durch. Klar. Also, bleiben wir mal auf dem Bürgersteig hier. Ja, und so habe ich mir gedacht, es muss ja nicht nur immer Action sein. Mhm. Ich könnte natürlich hingehen, natürlich auch jetzt einzelne Flugstücke immer machen und die zusammenschneiden. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich mache die Idee jetzt mal ganz anders. Du machst mal einfach einen gemütlichen Rundflug, wo du erstmal das Objekt besehen kannst und dann überhaupt mal die ganze Gegend, die da rundherum ist. Ja. Und so war das auch mit diesem Felsen. Für eine vergessene Zukunft, in Deutsch gesagt, Monument für Forgotten Future. Mhm. Das Interessante ist zu sehen, auch wie sich der Künstler das gedacht hat, diesen krassen Hintergrund, einen von Menschen gemachten Felsen, der gar nicht hier richtig existiert,
aus dem Felsen kommt Musik raus, aber dieser krasse Hintergrund, dann plötzlich diese Großindustrie. Ja. Ja, und man sieht auch schön im Ruhrgebiet, wie alles, zum Beispiel bei Burg Vondern. Da steht die Burg Vondern so richtig mitten auf einer Insel, total eingequetscht zwischen diesen Bahnschienen alle, also zwischen dem Verschiebebahnhof und zwischen der A42. Mhm. Das ist der Unterschied ist krass, ne? Das sieht man nur von oben. Genau. Alles auf engstem Raum, aber gut erhalten. Also das ist wirklich erstaunlich, deswegen liebe ich auch so Drohnenvideos, weil die das Ganze in einen ganz anderen Kontext bringen. Ja. Weil man sieht, man läuft ja selber immer nur rum oder fährt rum oder so. Man ist ja immer eine Ameise irgendwie. Wenn man schon mal jetzt, sagen wir mal, in so einem hohen Gebäude ist, wie im Essener Rathaus, sage ich mal, na, zufällig, dann ist man da schon mal. Und ich weiß gar nicht, ob man als Normalsterblicher mal eine Aussicht bekommt oder auf einen Westenergieturm oder so und kann selber mal gucken und sagen, ach ja, so und so. Ne? Aber in der Regel passiert das ja eher selten, wenn denn überhaupt. Ne? Ja, genau. Da machen die Drohnenvideos natürlich richtig weit weg, wenn man mal sieht, ach guck mal, hier ist das. Ne? Ja, das ist so praktisch, denke ich immer, du lebst in der Umgebung oder gehst irgendwo hin und sagst, das ist ja alles toll hier und bist eigentlich abgesperrt von allem anderen. Ja. Und die Drohne zeigt dir plötzlich, oder die Luftaufnahme, zeigt dir plötzlich, wo du plötzlich drin steckst eigentlich. Ja. Und was um dir drum ist, ja. Was du sonst gar nicht wahrnimmst. Genau. Das ist wirklich schön. Ja, und ich glaube, so ganz als Serie hat das noch keiner gemacht für das Ruhrgebiet, sondern immer nur ein Teil und dann wieder anderes. Also ich glaube auch, dass das, was im Moment passiert, dieses Filmen auf der Straße, egal in welcher Form, ob ich jetzt hier so laufe oder mit dem Roller fahre, wir können ja gleich die Runde machen. Ja. Oder ob du jetzt mit deiner Drohne, das ist ja relativ neu. Weil die ganze Technologie, die gibt es ja auch noch nicht so lange, das alles zu machen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das Drohnen gibt, vor allen Dingen erschwingliche Drohnen. Ne? Das Glück auf Center Gladbeck. Ja gut, da muss ich schon eine ordentliche Drohne kaufen. Die gibt es leider nicht für 99 Euro. Nee, das ist schon wahr, aber ich sage ja, auch nicht so eine Reichweite. Erschwinglich, ne? Darum geht es ja. Da hat man gesagt, ich kann mir das leisten. Gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ne. Aber es ist auch für einen immer wieder selber ein Nervenkitzel, ja. Muss ich sagen. Das kann ich dir vorstellen. Erstmal musst du hingehen, musst die Gegend erstmal erkunden. Ja. Hör mal, wie sieht's aus? Ja. Du musst unheimlich gut die Höhen abschätzen können. Mhm. Und dann gehst du hin und hast das Ding und dann macht das Ding einen Flight. Mhm. Und du gehst einfach hin. Das wäre der andere Teil, wollen wir hier hochgehen? Ja, lass uns mal hier weitergehen. Da weitergehen. Ja. Und dann hast du praktisch nichts mehr in der Hand außer deinen Controller und dann bist du da dran. Ja, kommt das Ding zurück. Es ist aber auch nicht so, dass du dich gleich hinstellen kannst und fliegen. Du musst schon wie beim Flugzeug richtig vorbereitet sein, die ganze Geschichte. Du musst deine Rückkehrhöhen einstellen, musst alles überprüfen, ob das auch alles funktioniert. Mhm. Musst den berühmten Drohnentanz machen, um den Kompass einzukalibrieren. Okay. Ja. Da guck, davon weiß ich alles gar nichts. Ne? Aber siehst du, Laufvideos schlagen besser ein. Und jetzt darf ich mal mit dem Vollprofi hier sprechen als Rival. Also wenn du dir vorstellst, ja, ich habe jetzt, ich sag mal so, 225 Videos oder so. Und dafür, ich mache das, weiß ich gar nicht, ich bin jetzt im dritten Jahr. Wahnsinn, ne? So viel ist da gar nicht. Ich bin immer noch ein kleiner Kanal. Ein völliger Nischenkanal. Ach, finde ich aber schon klasse. 885, du sprichst heute aus der ganzen Welt an, ja, auch das Ruhrgebiet auch. Ja. Ich lese ja auch mit. Das ist okay, aber finde ich schon toll. Für YouTube-Verhältnisse bin ich ein winzig kleiner Kanal. Ja, aber. Aber du, das ist die Freude und der Spaß noch an allem. Das ist das, was zählt. Der ganze Rest aber ist mir egal. Aber bei 885 Leuten kann sich das ruckzuck ändern, wenn sich das rumspricht.
Ja. Ich weiß dank, also, dank dir habe ich ja zumindest bin ich schon mal auf 13 gekommen. Ja. Ach, danke allen Zuschauern noch von meinen Videos dafür, die super netten Kommentare und alles. Die sind natürlich immer klasse, das muss ich auch sagen. Aller Anfang ist schwer. Das hat bei mir auch ewig gebraucht. Ich habe ja auch von null angefangen. Und das hat wirklich total lange gedauert. Das geht, irgendwann geht das immer ein bisschen schneller, wenn man ein paar mehr hat. Ne? Also wir sind hier immer noch in Gladbeck. Ja, das ist alles noch Gladbeck hier. Ne? Wir können da wieder hoch, in die andere Seite zur Innenstadt wir gehen lang. Jetzt mal hier hoch. Ja, und das habe ich ja schon früher entdeckt. Hatte dich ja schon früher unter einem anderen Namen gehabt. Ich habe ja später angefangen. Ja. Da hieß er dann noch Uwe K. Ja. Und da haben wir ja auch schon viel geschrieben. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wo ich dich da so entdeckt habe, ich sagte, das ist ja das Neueste. Ich habe noch nie vorher was von Laufvideos gehört. Und ich denke, ich finde das ja klasse. Ne? Ja. Ja, es geht so langsam los in Deutschland. Ne? Also, dass es in Städten wie Düsseldorf, Frankfurt, natürlich Berlin, Hamburg, da gibt es auch Laufkanäle, die auch richtig aktiv sind, die viel machen. Ja, Bochum habe ich auch von dir alle. Ich habe alle Videos von dir gesehen. Super. Diesen Fan, siehst du, weiß Bescheid. Ja, super. Da kann ich gleich eine Rabattmarke in ein Rabattbuch kleben. Nee, man muss ja bei der Wahrheit bleiben. Nee, finde ich super. Ja, und weißt du, es ist halt so für mich. Und Kommunikation war auch immer toll gewesen zwischen uns. Ja, das finde ich auch immer super. Ich hab ja angefangen, ausschließlich in Essen zu filmen. Weil Essen halt meine Stadt ist, ne? Und, ich bin ja dann, auch geborener Essen. Ja, na guck. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann, habe ich mir gedacht, ach, das Ruhrgebiet ist so interessant. Ich wäre ja blöd, wenn ich mich jetzt beschränken würde nur auf Essen. Und würde dann ja quasi, weil Essen ja letztlich wie alles andere auch ja endlich ist, auch wenn Essen eine große Stadt ist, aber letztlich ist es endlich. Und dann bin ich halt mal in so die direkten Nachbarstädte rein. Weil ich habe ja mein ganzes Leben hier verbracht. So, da ist das Rathaus. Ja. Und wenn wir dann geradeaus vom Rathaus so vorbeikommen, können wir die andere Straße der Innenstadt noch durchgehen. Hier, oder? Ich sehe nicht Mist. Kann auch möglich sein. Ist hier schon mal. Ist okay. Und weil man ja im Ruhrgebiet auch verwurzelt ist in andere Städte, weil die ganzen Bekanntschaften und Aktivitäten, die machen ja an der Stadtgrenze nicht halt. Das ist ja immer so, dass sie da alles überschneidet. Mhm. Ja, und von daher habe ich ja auch, war ich ja auch oft und bin ja immer noch öfter in anderen Städten, in Duisburg, Mülheim, Oberhausen, weil ich da auch zu tun habe. Man lebt ja hier und das überschneidet sich ja alles. Ach, das ist die Straße, wo wir durch wollten. Dann können wir direkt nach oben die andere Ecke nehmen. Ja, das ist auch toll. Also ich beschreibe das Ruhrgebiet immer. Es gibt nirgendwo, ich bin ja schon Baden-Württemberg alles gewesen, aber es gibt nirgendwo so viel wie im Ruhrgebiet. Ob es historisch ist, ob es Burgen, Schlösser sind, für jeden ist mit dabei, ob es Kultur ist, ob es Landschaft ist. Es gibt hier einfach alles. Das findet man nirgendwo in Deutschland. Also es ist eine einzigartige Gegend. Ja, das muss man sagen. Das sehe ich auch so, wie sich das entwickelt hat. Es ist wirklich einzigartig. Genau so. Eine sehr interessante und Gegend. Deswegen haben wir auch ziemlich viel Tourismus hier. Ja. Aus großer Welt und besonders. Links. So. Gehen wir mal. Hier rum. Jetzt gehen wir wieder da. Und das ist einfach das Tolle hier. Und deswegen kann ich mich so schwer nach Neuseeland trennen. Ja. Und weil du hier immer offene Leute hast, die kennenlernst, womit reden kannst. Mhm. Die Leute sind offen. Ja, das ist das Schöne. Hier wird zwar mal ein bisschen härter gesprochen, aber die Leute können damit umgehen. Das ist normale Ruhrpott. Genau. Ich glaube, hier haben wir schon einige Geschäfte zu, hat nicht mehr alles auf.
Ja, das ist. Aber viel eher bin ich auch nicht von zu Hause heute weggekommen. Nennt sich auch große Kreisstadt. Da sind die Geschäfte früher zu. Außer natürlich die großen Ketten. Die Ketten, die sind immer offen. Ja. Das ist klar. Aber ansonsten. Aber hier ist eine sehr schöne Innenstadt. Kann auch sein, dass es Regen gibt. Hier vorne sieht es einigermaßen düster aus. Bis jetzt haben wir nur Glück gehabt. Ich glaube. Aber beim Regen ist es nämlich immer so, ich muss ja Mikrofone und Kamera vor Regen schützen. Die sind nicht wasserdicht. Ne? Guck mal, hier kannst du wie unterm Dach schwer durchlaufen. Ja. So, hier waren wir noch nicht durch, da wird zum Rathaus gehen, ja. Aber da wollen wir ja noch nicht hin. Nee, da wollen wir nicht. Wir machen jetzt hier geradeaus noch und dann machen wir noch mal einen Linksschlenker. Ja, und da sitze ich natürlich dann auch wie gebannt am Bildschirm, wenn der Kamerader plötzlich mit seinem Roller durch die Gegend füßt. Ich denke mal, mit der Kamera irritiert er so, da denkst du immer, du hättest gleich 50, 60 Stundenkilometer drauf. Der ist nicht getuned, der Roller. Nein. Ich hab, der wird ganz normal. Aber ich sage, der optische Effekt ist einfach super. Ne? Also ich finde das klasse. Ich finde die Geschwindigkeit, also diese 20 km/h, die er macht, vollkommen ausreichend. Ja, das ist ja vor allen Dingen eine schöne Geschwindigkeit zum Filmen, finde ich. Das ist halt was anderes als Laufen. Das ist, man muss es mögen. Ne? Es gibt welche, die mögen es nicht. Aber ich will in meinem Kanal auch Abwechslung. In meinem Kanal Abwechslung haben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mich für den Roller entschieden. Ja, ich habe mich auch für den E-Scooter entschieden, habe ich auch geschrieben. Ja. Und ich finde das schon ganz gut. Ja, wir sind vorhin hier lang gelaufen. Jetzt können wir hier auch gerade hoch und machen dann den Bogen nach links. Ja, und links kommt man dann da. Haben so einen eigenartigen Spielplatz, so einen Dollen. Ja, schauen wir mal. Hier ist auch noch ein Einkaufszentrum. Praktisch. Also hier gibt es auch alles. Guck, da auch noch hier kommt auch durchlaufen. So rum. Ja, da kommen wir gleich zurück. Dann kommen wir da oben raus. Da kommen wir gleich zurück. Oder zurück. Traum hier, komm einfach hinter mir her. Okay. Ich mach das immer so aus dem Bauch. Alle mir nach, ich folge euch. Ja. Wenn man jetzt sagen wir auf dem Fahrrad. Ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Erzähl mal was von deinem Kanal. Wie du einfach auf die Idee gekommen bist. Das wissen eigentlich meine Zuschauer, weil ich habe einen unheimlich stressigen Job gehabt und kam auch bei Feierabend nicht runter. Mhm. Und habe dann durch einen Zufall einen Laufkanal aus New York City entdeckt, von Action Kid. Mhm. Und habe gemerkt, dass diese Langsamkeit, dieses Laufen, diese menschliche Geschwindigkeit beim Laufen, keine Schnitte, keine Hektik. Und das hat mich runtergebracht. Ich konnte plötzlich den Stress abbauen. Verstehe ich. Den ich nicht losgeworden bin. Auch durch nichts eigentlich. Ich war zu nervös, um Musik zu hören und alles. Ne? Und da hätte ich nie im Leben dran gedacht, selber sowas zu machen, also gar nicht. Das kam alles erst später, ne? dass ich irgendwie dachte, auch ich hätte schon mal Lust, mir eine Kamera zu holen. Und da wusste ich auch noch gar nicht so richtig, aber ich habe halt ganz klein und von unten und so angefangen, einfach so. Und zwar ohne mir einen großen Kopf zu machen. Und eigentlich habe ich halt immer noch so beibehalten, also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich baue mir jetzt einen riesen Kanal auf und dann suche ich mir so und so viele Abonnenten und dann mache ich aber. Und das ist mir eigentlich, also egal ist jetzt ein falsches Wort. Das ist mir natürlich nicht egal. Also im luftleeren Raum würde ich es nicht machen wollen. Ich guck mal hier, was ist denn hier unten? Komm mal durch hier. Jetzt da raus? Ja, ich guck nur mal hier, sieht man so ein paar Bilder. Da hat man das Rathaus, hat man da gemalt, nachgemalt, ne? Ja. Von Gladbeck. Stimmt. Bleiben wir hier im Oberbereich, einmal kurz aufgenommen. Und ich mache das wirklich nur aus Spaß an der Freude. Das ist meine einzige Motivation. Ja. Warte, ich schwenke mal kurz hier in die Straße da drüben rein. Sieht auch. Ist auch klasse gemacht, ne? Jo.
Das sieht man jetzt öfter, dass solche Kästen bemalt werden, und zwar offiziell auch. Ne? Aber das verhindert irgendwie genau. Doch dieses Graffiti. Ne? Ja, das ist der Sinn. Ne? Meine Frau hat mir auch neulich erzählt, dass sie jemand gesehen hat, der das gemacht hat, und das war eben offiziell, also der Zusammenhang. Ne? Da war jetzt keiner, der sagte, ich mach das jetzt mal hier. Wir sind wohl offensichtlich am Goetheplatz. Jawohl. Guck mal, die fahren von hier nach Gelsenkirchen-Buer. Das heißt, das scheint auch nicht weit weg zu sein. Aber klar, wir sind hier im Norden vom Ruhrgebiet. Grenzt hier an Gelsenkirchen. Gelsenkirchen-Buer, auch im Norden. Mahl ist auch ganz in der Nähe, habe ich gehört. Da hat auch schon mal jemand gesagt, ich soll da hingehen. Marl, warst du da nicht schon mal? In Mahl war ich immerhin schon mal, aber da wollte meine Frau, oder hat auch, sich damals so Rollerskates gekauft. Aber das ist schon so lange her. Ich war einmal in Mahl, weil sie da ganz groß geschrieben haben. Mahl hat eine ganz große Sehenswürdigkeit. Mhm. Und das ist das Einkaufszentrum. Und da soll jetzt der größte Outlet drin sein, den es im Ruhrgebiet gibt in Mahl. Kommt das noch oder ist das schon? Ist schon, jetzt müsste fertig sein. Wo ich da reingegangen bin, da waren die noch am Bauen gewesen. Ja. Also alle möglichen Marken, über Adidas und sonst wie. Ja. Jetzt bin ich aber ja interessant ist das Gebäude selber. Ja. Das besitzt das größte Luftdach aus Europas. Mhm. Also kein normales Dach, wie man das alle kennt, oder ein Flachdach, ein richtiges Luftdach. Aha. Da ist ja wieder das Rathaus. Dann laufen wir noch mal ein bisschen weiter geradeaus. Das habe ich aber auch danach, wo ich da gewesen bin, wusste ich das nicht. Das habe ich mir ja auch irgendwie mal rausgekitzelt. Mhm. Ist ja auch ein interessantes Haus hier. Ja, interessant, ne? Ja. Der sieht irgendwie so ähnlich aus, fast wie Darth Vader. Hat irgendwas von Science Fiction. Ja, ich gucke ganz wenig Filme, deswegen kann ich das gar nicht bejahen. Ich bin nicht so der Filmtyp. Ach, das lief in den 80er Jahren irgendwann. Ja, aber ich habe schon relativ früh aufgehört, Filme zu gucken. Also ich gucke extrem selten Filme. Ja, dafür hat man andere Hobbys dann. Ja, ich gucke auch selten Filme. Meistens sind mir Filme zu lang irgendwie, möchte mich gar nicht so lange binden und ich weiß auch nicht. Das ist mir alles auch zu hektisch geschnitten oftmals und dann auch so. Manchmal versteht man die gar nicht. Und dann auch so viel Gewalt oft. Also ich gucke, wenn, also ich bin so bei Dokus und solchen Sachen bin ich da. Dokus gucke ich sehr gerne. Ich bin sowieso ein Mensch, der unheimlich gerne Geschichte lernt. Mhm. Und ich bin schon überall durch ganz Baden-Württemberg, die ganze Geschichte der Stau. Also ich habe angefangen tatsächlich von der Völkerwanderung bis zu den Gründern Europas Geschichte zu studieren. Okay. Aber aus freien Stücken, nicht in der Schule, weil mich das so interessiert hat. Ja. Und je weiter du kommst in der Geschichte, desto mehr kannst du dieses Puzzlespiel, was aus zigtausenden von Teilen besteht, erstmal begreifen. Ja. Ich wollte das Haus nochmal aufnehmen hier. Aber da kommt man erst im Alter drauf. In jungen Jahren habe ich da auch kein Interesse für gehabt. Ja, da spielen andere Dinge eine Rolle. Ich sag immer, besser spät als nie. Ja. Was ist denn das hier? St. Barbara. Das ist ein Hospital. St. Barbara Hospital. Habe ich da vorne gelesen. Ja, okay. Okay. So, dann laufen wir zum Rathaus zurück. Sieht auch irgendwie ganz modernisiert aus, ne? Ja, ist auch ein ganz historisches Bauwerk. Auch ziemlich groß. Und schön gemacht, sieht schön gepflegt aus. Ja, ist wirklich schön. Ehrlich sagen. Wirklich schön gemacht.
ist auch interessant zu sehen. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich so unterwegs bin, so gerne. Weil ich ja immer wieder auch Sachen entdecke, die ich selber noch nie gesehen habe. Selbst in Städten, wo ich schon mal war oder so. Ne? So Häuser, die den Krieg noch überlebt haben. Ne? Mhm. Diese Fensterzinnen, die da drüber sind, die gibt es so gar nicht mehr. Das baut heute kein Mensch mehr. Das ist wohl wahr. Ja, die Trecker sind da immer noch am Wirken, die hört man ein bisschen hin. Ja, siehst du, und du entdeckst es ja sofort, weil das auch so deine Sache ist. Weil du siehst direkt, wie sich modern an Alten zusammengefügt hat. Das finde ich immer total faszinierend. Also entweder bauen die im Markt auf oder ab, eins von beiden. Die bauen ab, da war Schützenfest gewesen. Ach so, das war das? Ja. Okay, alles klar. So, dann sind wir hier wieder am Ausgangspunkt unseres kleinen Laufs durch Gladbeck. Dann würde ich sagen, ups, da kommt ein Auto. Dann machen wir hier auch Schluss mit dem Blick aufs Rathaus. Ja, war ein schöner Rundgang, hat mir gefallen. Ich bin auch nicht so Gladbeck-konform, aber so viel habe ich von Gladbeck noch nie gesehen wie heute mit dir zusammen. Okay. Okay. Also, hallo. Also, was ihr machen müsst, ist ganz klar. Smash den Like-Button für den Carmen und bleibt treue Fans. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal nach Ideal for You TV rüberguckt und euch tolle Drohnenvideos anschaut. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Also, tschüss alle zusammen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.